Ja, auch wenn Corona uns noch komplett im Griff hat, so freue ich mich doch, dass wir heute wieder ein paar Gäste in der Sendung begrüßen können. Herzlich willkommen zu Spontan in den Westfoni-Studios hier in Velbert und herzlich willkommen zu Hause an den Bildschirmen. Vor 20 Jahren hat er sein Hobby zum Beruf gemacht und seitdem dreht sich sein Leben um Musik, Ton und Events. 1999 hat er sich selbstständig gemacht und Sound und Light in Mülheim gegründet. Normalerweise steht er eigentlich hinter der Bühne oder vor der Bühne im Dunkeln. Heute sitzt er hier im Rampenlicht und vielleicht ist er auch ein wenig aufgeregt. Das werden wir ihn gleich selber fragen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er dabei ist. Herzlich willkommen, Mike Bigmann. Hallo. Inspiriert von B-Boy Lilu tanzt er schon seit seinem 11. Lebensjahr Breakdance. Dabei ist er nicht nur als Tänzer unterwegs auf verschiedenen Veranstaltungen, sondern begeistert vor allem Kinder und Jugendliche fürs Tanzen. In Schulen und Jugendeinrichtungen ist er ein gern gesehener Trainer und bei vielen Projekten wirkt er unterstützend mit. Heute begleitet er uns durch die Sendung. Herzlich willkommen, Arthur Zillikon. Danke. Im Alter von 4 Jahren, da erhielt er den ersten Geigenunterricht von seinem Vater. Den ersten Soloauftritt gab es da mit 15 und anschließend hat er auch gleich Jugendmusiziert gewonnen. Es folgte ein Studium an der Musikhochschule in Köln und ein Engagement bei den Düsseldorfer Symphonikern. Seit 1996 macht er quasi professionell Musik. Auf der Bühne der Düsseldorfer Tonhalle oder im Orchestergraben der Deutschen Oper am Rhein. Doch derzeit ist da überall Grabesstille. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute ein bisschen aus der Stille herauskommt. Herzlich willkommen, Roland Hallo. Faber. Düsseldorfer Symphoniker, Robert, ist eigentlich dein Zuhause. Jetzt heißt es ja überall, wir müssen im Lockdown Homeoffice machen. Wie muss ich mir das bei einem Musiker vorstellen, wenn er Homeoffice macht? Homeoffice ist in erster Linie üben, das Instrument pflegen. Wir hatten allerdings ein Projekt, das war am Anfang des ersten Lockdowns. Da hatte unser Arbeitgeber die Idee gehabt, dass wir Homeoffice-Videos machen sollten, um dem Publikum einfach mitzuteilen, wir sind da. Und ja, eigentlich haben die meisten Kollegen von uns schöne Homeoffice-Videos veröffentlicht, die auch jetzt im Portal der Tonhalle noch zu sehen sind. Aber so eine richtige Probe als Orchester, die gibt es natürlich auch online nicht. Online nein, das würde sich sehr schwierig gestalten. Es laufen Proben in der Oper als auch in der Tonhalle, besonders in der Tonhalle. In der Oper ist es ein bisschen schwieriger wegen der Abstände. Der Orchestergraben bietet da wenig Platz. Aber auf der Bühne kann man sich ganz gut arrangieren. Wir sitzen nicht zu zweit an einem Pult wie üblich, sondern alleine und im gebührenden Abstand. Und Proben finden statt. Es finden auch Konzerte statt, aber Livestream-Konzerte. Ja, jetzt stelle ich mir so ein virtuelles Konzert natürlich auch schwierig vor. Ich glaube, der Künstler lebt ja letztlich vom Publikum, vom Applaus und vor allem vom Feedback. Wie ist das denn, wenn so ein Konzert dann virtuell übertragen wird, das direkte Feedback fehlt? Also mein persönlicher Eindruck war, es ist gruselig. Der Saal ist leer, es ist ein großes Konzerthaus, ein großes Konzertgebäude und man hört kein Rauschen, man hört kein Publikum, man hört keinen Applaus, gar nichts. Man sieht einfach nur diese eine Kamera und spielt. Und also ich persönlich brauchte ein bisschen Zeit, um mich an diese Situation zu gewöhnen. Aber nach und nach wird es leichter, wird es besser. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass wir das Publikum nicht direkt abholen können. Also wir spielen einfach in eine Kamera und wissen nicht, wie das Feedback ist. Man hat gar keine Kommunikationsmöglichkeit mit dem Publikum. Und das ist halt eine große Umstellung und bleibt hoffentlich nicht von Dauer. Ja, jetzt ist natürlich das Verhältnis quasi so, als würde ich zu Hause eine CD in den CD-Player legen. So ist es jetzt zwar nicht nur der Musikgenuss am Ohr. Ich sehe vielleicht die Musiker gerade noch spielen, aber letztlich ist es das ja dann auch gewesen. Ein bisschen fehlt ja die Live-Atmosphäre, vielleicht auch das Husten von meinem Nachbarn nebenan. Oder ganz genau. Ja, das Hauptproblem liegt natürlich darin, dass vielleicht auch die Klangqualität nicht unbedingt die gleiche ist. Also in den Konzertsaal zu gehen und die Musik live zu hören, ist natürlich eine ganz andere Sache als vielleicht über einen sogenannten Brüllwürfel, aber einfach die normale Fernsehanlage. Aber ich finde doch, dass die Tonhalle da ganz gut aufgestellt ist. Ich habe mir selber diese Videos angeschaut und auch diese Livestream-Konzerte angeschaut, wo ich selber nicht beteiligt war und hatte den Eindruck, dass man schon die Konzertatmosphäre gut mitbekommt. Also es ist gut gemacht, aber es bleibt eben nur ein Ersatz. Jetzt ist das ja ein neuer Weg, den auch die Symphoniker quasi gehen. Ist es auch nochmal eine Chance, in Corona neue Wege mit der Musik zu entdecken? Absolut, ja.
Gibt es da Ideen bei euch oder bei dir selber? Es gab neulich ein Ignition-Konzert. Ignition-Konzerte in der Turnhalle sind Jugendkonzerte. Und diese Jugendkonzerte sind natürlich auch auf das junge Publikum zugeschnitten. Und dort gab es ein Team, das war eine Geigerin, eine international renommierte Solistin, die zusammen in Zusammenarbeit mit dem Dirigent beim Violinkonzert im modernen Stil komponierte und die Geige auch selber samplete. Das heißt also, man hat dort Klangmöglichkeiten, die ganz anders in den Vordergrund stehen. Und ich glaube, dass man das heute mehr wahrnimmt, als man das früher, als das früher der Fall gewesen wäre. Ja, junge Leute sind ein gutes Stichwort. Der Arthur ist als Tänzer nicht nur selber junger Spund sozusagen hier in unserer Runde. Arthur, du engagierst dich ganz besonders für Kinder und Jugendliche, genau. In vielen verschiedenen Einrichtungen, in Schulen. Wie ist das da? Wie läuft Tanzen da überhaupt noch ab? Gibt es da digitale Formen? Wie muss man sich das vorstellen? Eigentlich läuft Tanzen gar nicht mehr ab, seit gefühlt ja, gut einem Jahr. Es war zwar eine Pause bei, wo wir was machen konnten, aber die hat ja auch nicht lange gehalten. Und seitdem ist jetzt einfach ja, tote Hose. Man kann oder verschiedene Tanzschulen und so weiter bieten natürlich Online-Unterricht an, dass man halt live zusammen tanzen kann. Aber es ist halt nicht dasselbe. Viele haben auch gar nicht die Möglichkeiten und ja, deswegen müssen wir eigentlich mehr oder weniger darauf verzichten. Jetzt fehlt ja wahrscheinlich auch vielen Kindern so diese Bewegung. Sag mal, klassisch sitzen sie zu Hause morgens 4 Stunden vorm Online-Unterricht, mittags noch mehr Stunden vorm PC oder vorm Fernseher. Ja. Glaubst du, dass da überhaupt Bewegung, Tanzen, dass man die Kinder, die Jugendlichen nochmal motiviert bekommt, sich selber zu bewegen? Motiviert bekommt man sie schon, wenn das live vor Ort wäre. Ich merke das selber, wir haben zwar WhatsApp-Gruppen und so weiter, wir Trainer versuchen auch die Kinder zu animieren, dass sie zu Hause zum Beispiel was filmen und das in die Gruppe schicken. Aber es ist halt einfach nicht dasselbe, weil Tanzen ist ja nicht nur rein der Tanz, sondern die Gemeinschaft dahinter. Man tut was für sich, für seinen Körper und halt, ja, man erlebt es zusammen und das geht online halt einfach nicht. Wenn man sich ein Video anguckt, kann man auch einfach auf YouTube gehen und selber nur zugucken. Also da wird man die jetzt nicht zu kriegen, denke ich mal, was zu Hause zu machen. Man muss die schon vor Ort haben, die Kinder. Und das ist halt im Moment schwierig. Es ist ja beim Tanzen wahrscheinlich genauso wie bei der Musik. Es braucht ja manchmal auch ein Stück weit das Publikum, vielleicht einen Wettbewerb, vielleicht einen Auftritt, vielleicht auch einfach nur mal den Eltern zeigen, was man im letzten halben Jahr gelernt hat. Wenn das jetzt alles wegfällt, gibt es da überhaupt noch Anreiz, dass zu Hause jemand so einen Online-Tanzkurs noch mitmacht? Ja, ist halt schwierig, ne? Also die Kinder haben halt weniger Motivation, wie bereits gesagt. Und ja, man muss die halt einfach abholen können, die Kinder, weil heutzutage sind die so, dass sie sich vielleicht 10 Minuten auf was konzentrieren können und gehen dann zum nächsten über, wenn man kein Feedback bekommt. Und zu Hause kriegt man halt kein Feedback, wenn man alleine in seinem Kinderzimmer steht und da tanzt. Das kenne ich ja von mir auch. Ich habe jetzt auch schon seit einem Jahr viel, viel weniger gemacht als vorher. Wird man hoffentlich gleich nicht sehen, aber ja, das ist halt schwierig. Ist Tanzen überhaupt noch attraktiv, selber was zu machen? Ich meine, so die Zeit der großen Tanzfilme, glaube ich, ist so ein bisschen vorbei. Kann man die Jugendlichen damit noch locken? Ja, doch schon. Also immer diese akrobatischen Sachen laufen ja immer gut, sage ich mal. Rein das Tänzerische ist jetzt vielleicht nicht so attraktiv für die Jungs vor allem, für die Mädels vielleicht schon mal eher. Aber doch im Groben und Ganzen besteht doch noch Interesse. Und das versuchen wir halt mit verschiedenen Projekten noch beizubehalten, auch jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Jetzt hast du ja auch schon mir vorhin im Vorgespräch erzählt, du machst unheimlich viele Projekte und Veranstaltungen auch in Schulen. Das heißt, die sind jetzt alle auf Eis gelegt. Ja, genau. Ich glaube, Dezember hatten wir die letzte Schulaktion. Da waren wir noch ganz froh, dass wir das irgendwie machen konnten, durchziehen konnten, obwohl da auch schon so... Ja, das auf der Kippe stand, aber seitdem läuft halt gar nichts mehr und ja, die Kinder langweilen sich halt zu Hause. Ne? Tja, gar nichts mehr läuft auch, glaube ich, bei Mike gerade. Vorhin habe ich die Frage gestellt, du wechselst so den Platz aus dem Dunkeln heraus hier ins Rampenlicht. Bist du aufgeregt? Ja, bin ich. Muss ich mal sagen. Ja, du hast eine große Firma, du hast wahrscheinlich eine Halle voller Equipment. Richtig. Das liegt jetzt vor sich hin in ein Regal und Staub vor sich hin, genau. Wie muss man das vorstellen? Genau, das Staub vor sich hin. Wir versuchen zwischendurch mal ein bisschen was aufzubauen bei uns in der Halle, was zu testen oder halt auch mal zu reparieren, neue Sachen mal für sich vorzustellen oder auch Beleuchtung halt zu gucken, was man dann irgendwann, wenn es wieder losgeht, mal was machen kann oder so Probeaufbauten und so weiter, was umdisponieren, umgestalten, mal was zu streichen, was man nicht sonst immer macht.
konzentrieren uns auf die Aufgaben, die wir im Moment haben und warten, dass es irgendwann wieder losgeht. Jetzt machst du ja nicht nur die ganz großen Bühnen-Events, sag ich mal, mit den großen Künstlern, sondern auch vielleicht eher kleinere Sachen, Hochzeiten, so in diesem Stil. Da ist wahrscheinlich auch absolut tote Hose im letzten Jahr gewesen, oder? Genau, wir mussten viele, viele Veranstaltungen, die mit Hochzeit zu tun haben. Wir machen ja auch mit Stühle, Tische und so weiter. Wir beschaffen dem Kunden alles, was er gerne haben möchte. So eine Art so ein Eventmanagement mäßig und mussten wir alles absagen. Wir arbeiten mit mehreren Partnerfirmen halt zusammen, weil klar, wir haben auch nicht alles. Und ja, wie gesagt, und das ist natürlich ein riesen logistischer Aufwand halt. Und die ganzen Brautpaare, die heiraten wollten, die haben dann geschrieben, wir machen das dann irgendwann andermal und wenn wir einen Termin dann finden. Und jetzt drauf warten wir irgendwann, dass es vielleicht dann weitergeht, dass wir dann halt sozusagen die ganzen Akten und die ganzen Ordner dann wieder hervorholen können und dann das wieder auf neues Datum speichern können und dann halt loslegen können. Ja, das ist unheimlich viel Freizeit. Hast du dann auch irgendwie was Positives daraus gewonnen? Ja, man kann viele Dinge mal machen, wo man nicht zukommt, während wenn halt die Sommersaison läuft oder auch die Wintersaison läuft, den Karneval läuft und so weiter, dann haben wir natürlich viel zu tun. Dann kann man auch manchmal Sachen machen, die man halt nicht so gerne macht und die haben wir jetzt mittlerweile gemacht oder halt auf Wände ziehen oder die Werkstatt umbauen oder sonstige Sachen, die man halt dann immer sagt, ach, mach mal später, wenn es mal wieder ruhiger wird. Das gucken wir jetzt alles in Ruhe machen und ja, und warten halt. Ja, warten auf den Tag X. Jetzt stelle ich mir vor, man hat ja auch Mitarbeiter beschäftigt, so als Unternehmer. Und wenn es dann irgendwann wieder losgeht, glaubst du, dass die dir überhaupt noch alle zur Verfügung stehen? Oder haben die sich vielleicht schon was anderes mittlerweile gesucht? Ja, ich denke vielleicht schon einige, dass die sich auch eine Alternative gesucht haben, weil die müssen ja auch irgendwie von leben und halt auch Geld verdienen. Und ich denke schon, dass vielleicht auch der eine oder andere vielleicht auch wieder zurückkommen würde und uns weiterhelfen würde oder geschweige denn halt bei uns arbeiten würde. Das denke ich vielleicht schon, aber die Gespräche oder halt die Informationen werden wir dann halt zusammen uns hinsetzen und dann schauen, wer kann, wer möchte oder wer will nochmal wieder und dann werden wir gucken, dass es irgendwann halt, wie gesagt, weitergeht und dann mit den neuen Kollegen oder halt mit den alten Kollegen oder mit den Partnerfirmen, dass wir gucken, wer überbleibt, dann schauen wir mal. Gibt es auch Feedback von Künstlern und Künstlerinnen, die ihr betreut? Ja, die haben auch alle natürlich Stillstand. Die versuchen natürlich auch die eine oder andere, die Veranstaltung, die sie mal buchen. Dieses Jahr haben sie auch schon ein paar angefragt. Und, aber ich denke, dass es nicht stattfinden wird. Wir haben es, ich glaube, das eine haben wir schon, glaube ich, schon mal 6-mal verschoben. Und ja, aber klar, die Künstler sind natürlich auch, versuchen natürlich viel produzieren, machen Songs neue, machen neue Alben oder CDs halt in dem Falle oder machen auch mal Videos, dass sie noch leben und so weiter und so fort. Und ja, dass man halt, man telefoniert zwischendurch, wie es weitergeht und welche Planungssachen halt nächstes Jahr 2022 dann vielleicht stattfinden können, hoffen wir natürlich. Und dass wir dann natürlich Vollgas geben können und dann sozusagen die verlorene Zeit wieder einholen können. Aber wird schwer. Ja, es braucht bestimmt viele gute Ideen für den Neustart in der Musik, in der Kultur, beim Tanzen. Wir haben gleich noch ein bisschen Zeit, miteinander darüber zu reden. Jetzt machen wir eine kurze Pause und sehen uns nach der Werbung wieder.
Volkswagen. Ja, wir sitzen immer noch im Westfoni-Studio hier in Fellbad, haben interessante Gäste aus den verschiedensten Bereichen der Kultur mit dabei. Ich bin überhaupt dankbar, dass es überhaupt Gäste geben darf, die mit Abstand hier sitzen. Natürlich sind alle vor der Sendung auch Corona getestet worden. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie kann es eigentlich weitergehen, irgendwie. Und in der Politik wird viel darüber gesprochen, aber vielleicht gibt es ja auch mal Ideen, die so aus der Praxis herauskommen. Wir haben ja sehr unterschiedliche Leute hier sitzen. Jeder wünscht sich wahrscheinlich für seinen Part, dass es endlich mal wieder losgeht. Aber habt ihr Ideen, habt ihr Vorschläge, wie kann sowas funktionieren? Ich stelle mir vor, man spielt im Orchester in der Regel vor einer ausverkauften Tonhalle. Jetzt ist immer noch besser als ein leerer Konzertsaal. Das haben wir ja leider auch schon oft erlebt. In heutigen Zeiten wird man da sehr viel bescheidener. Ein voller Konzertsaal ist natürlich etwas Fantastisches. Man kommt rein und steht sozusagen unmittelbar mit dem Publikum in Kontakt. Jetzt in dieser Zeit bleibt eigentlich nur das Beste daraus zu machen. Livestream-Konzerte zu führen, das Portal, wo das Publikum sich vielleicht reinhören kann, zu erweitern um viele Konzerte. Aber es kommt natürlich nicht an ein Live-Konzert heran. Das Erlebnis als solches bleibt aus. Und es geht dem Künstler auch ein bisschen, dem praktizierenden Musiker, sage ich mal, ein bisschen die Vorspielpraxis verloren. Gibt es Vorschläge bei euch, wie sowas laufen könnte? Wir haben in der Tat in der nächsten Woche eine Orchestervollversammlung. Da wird einiges besprochen zum Thema Proben, Aufführungen und wie wir wieder an Publikum kommen können. Und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommen wird. Ja, ich glaube, die Veranstaltungsbranche ist da ja auch ziemlich aktiv. Gibt es da konkrete Ideen oder bestellt ihr schon Selbsttests en masse, baut schon Zelte für die Teststation? Also ich denke, dass man vielleicht, solange die Bevölkerung nicht geimpft wird oder ist, dass man halt Veranstaltungen nicht durchführen könnte, weil ich denke, dass heutzutage auch wie Urlaub oder sonst irgendwas, wo man ohne den Pass, den man halt, wo man geimpft ist, nicht irgendwo hinfahren kann, Konzerte besuchen können. Ich habe bei Eventim schon mal gelesen, dass zum Beispiel auch da die Konzerte nur besucht werden dürfen, irgendwann, wenn du geimpft bist. Und ich denke schon, wenn wir die Möglichkeit haben, alle geimpft sind, oder diese Herdenimmunität da ist, geimpft ist, dass man vielleicht dann wieder Veranstaltungen, dass es vielleicht langsam wieder loslegen kann, dass man irgendwann wieder volle Hallen hat, volle Stadien hat oder sonstiges, oder auch Räumlichkeiten oder sonstiges, Feste machen kann, aller Art. Lohnt sich auch ein kleines Fest, lohnt sich auch ein kleines Konzert? Ich sag mal, Geld. Das Ticket dann doppelt so teuer. Ja, das denke ich schon. Und halt klar, die Masse verdient man halt Geld. Umso mehr Leute kommen, umso mehr Equipment braucht man ja auch. Umso mehr ist natürlich das, was man aufbauen muss. Und auch, dass man halt ein bisschen mehr Gas geben muss. Und natürlich, wenn halt ein Veranstalter sagt, ich habe beispielsweise sagen, ich habe eine 2000-Mann-Halle und die ist voll. Klar, dann ist der glücklich. Dann braucht er viele Techniksachen. Dann braucht er viel Personal. Und das ist das, was wir erstellen. Und auch auf- und abbauen müssen und dann zur nächsten Location fahren müssen. Und natürlich da, klar, wir machen natürlich auch kleine Sachen, logischerweise, auch kleines Konzert in kleineren Hallen. Wir machen alles, wie gesagt, und aber klar, um das größere Geld zu verdienen, wie Bühnenbau etc. pp., dass man da halt natürlich, klar, umso mehr, umso besser es wäre. Ja, das ist bei Schule vielleicht ein bisschen anders. Du, Arthur, bist viel in Schulen auch unterwegs, trainierst an Workshops. Gibt es da Optionen, demnächst mehr zu machen? Die Schulen werden wieder geöffnet. Kann auch tanzen, kann auch Bewegung da eine Rolle spielen? Ja, auf jeden Fall. Die meisten Schulen haben ja eine Turnhalle, da ist massig Platz. Die Kinder halten sich eigentlich auch gut an Abstandsregeln. Und wenn das alles geordnet abläuft, vielleicht mit einer halben Klasse, da sehe ich auf jeden Fall positiv in die Zukunft. Und wir hatten das ja auch schon im vergangenen Jahr, da hatten wir zum Beispiel auch in Tanzschulen so Kästchen abgeklebt und da hat jeder in seinem Kästchen getanzt. Ist besser als ganz alleine. Man kann zwar keinen Kontakt irgendwie so haben, aber man ist halt nicht alleine im Zimmer zu Hause, sondern man ist schon in der Gemeinschaft und da geht auf jeden Fall einiges. Ja. Jetzt ist das ja vielleicht so, die Kinder kommen nach Wochen, nach Monaten endlich mal wieder in die Schule. Da wird es auch Leute geben, die sagen, da ist Mathe, Englisch und der Satz des Pythagoras vielleicht wichtiger als Breakdance. Wie stehst du so dazu, wenn du sowas hörst? Ja, also das ist schon wichtig natürlich, aber das haben die ja jetzt die ganze Zeit zu Hause auch weiterhin gemacht mit Online-Unterricht. Und Bewegung haben sie eben nicht durch den Computer bekommen. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Part. Vor allem fördert das ja auch das Denken, das Gehirn. Und das ist halt sehr, sehr wichtig für die Kinder. Vor allem, wenn das jetzt schon über ein Jahr so ist, dass die halt nichts machen, da leiden die wirklich drunter. Und somit sehe ich das auch schon als sehr, sehr wichtigen Part in der Schule auch.
Jetzt gibt es ganz aktuell eine große Initiative gestartet, letztes Jahr im Dezember von verschiedensten Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Branchen, die da einfach eine Petition starten und sagen, Kultur gehört ins Grundgesetz. Nicht nur als Satz, die Freiheit der Kunst ist wichtig, sondern Kultur soll generell ein hohes Gut sein, was wir im Grundgesetz festschreiben. Die Forderung ist da, alle Menschen sollen die Möglichkeit der Teilhabe haben, völlig unabhängig von Geld oder sozialer Herkunft. Und auch Künstler und Kunstschaffende, Kulturschaffende sollen dadurch auch ein Stück weit abgesichert werden. Denkt ihr, das ist so eine Option in dieser Krise, zu sagen, ja, Kultur ist wichtig, ist nicht so ein, so unter ferner Liefen. Heute ist Kultur vielleicht eher kommunale oder maximal Ländersache, aber auch jetzt in der Corona-Krise merken wir, es ist das Erste, was gecancelt wird, wenn es schwierig wird. Wie steht ihr dazu? Ja, ich denke, dass das eine Frage ist, die sich vor allem an viele freischaffende Künstler richtet. Es gibt ja sogenannte Angestellte, Musiker, ich zähle mich dazu, und viele freischaffende Künstler, die plötzlich vor dem absoluten Nichts stehen. Also auch das Unterrichten fällt ja schwer, wie wir gerade gehört haben. Und es wird ja schon darüber diskutiert, dass man dauerhafte Fonds einrichtet, die dann, aus denen man dann nehmen kann. Also wenn Künstler vor dem Nichts stehen und finanziell nicht mehr gut da sind. Ansonsten wäre ich auch dafür, dass man vielleicht die Kunstformen noch ein bisschen mehr in Kontakt, in Berührung zueinander bringt. Beispielsweise Breakdance und Klassik, das ist ein schönes Beispiel, wie ich finde. Und da sollte die Reise hingehen. Wie seht ihr das? Wäre das für euch ein Anliegen, Kultur als Grundrecht des Menschen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin zwar jetzt nicht, sage ich mal, abhängig von meinem Tanzen, aber viele andere Kollegen und die haben jetzt halt, wie gesagt, seit einem Jahr gar nichts. Und die arbeiten jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Aldi und Lidl räumen Regale ein, weil die halt einfach kein Geld mehr verdienen. Und das ist ja kein Zustand, der irgendwie jetzt lange so weitergehen kann. Und da würde ich sowas auf jeden Fall unterstützen und als positiv ansehen. Fehlt der Mensch was ohne Kultur? Ja, finde ich schon. Ja, auf jeden Fall. Denkt ihr, es gibt Auswirkungen? Werden wir das merken in ein paar Jahren, dass es diese lange Corona-Zeit gab ohne Kultur? Also ich vermute, wir werden mehr Konzerte haben, mehr Präsenz auf den Bühnen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Kultur ausstirbt oder weniger wird. Man darf auch nicht vergessen, dass gerade in Deutschland die Kultur eine sehr, sehr große Lobby hat, auch im klassischen Bereich. Ich habe vor kurzem gehört, dass ein Viertel aller Berufsorchester weltweit in Deutschland ihren Sitz haben. Und das ist ja nur ein Teil der Kulturbranche. Also von daher zeigt das einfach die Notwendigkeit. Ja, jetzt hast du gerade schon so ein kleines bisschen was vorweggenommen. Wir wollen nämlich nicht nur über Kultur reden, wir wollen hier auch ein bisschen Kultur präsentieren und haben ja den Arthur und den Roland zunächst mal digital zusammengebracht für ein Crossover-Kulturprojekt. Und was da rausgekommen ist, wenn sich ein Violinist, heißt es so, ein Geigenspieler und ein Breakdancer zusammentun. Und das wollen wir euch jetzt hier auf dieser kleinen improvisierten Bühne mal zeigen.
immer. Yeah. Das war unser kleiner kultureller Kulturhappen für heute, ein Crossover zwischen Breakdance und Klassik. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste fürs Kommen und für diesen wunderbaren Act. Ganz herzlichen Dank an euch zu Hause fürs Zuschauen. Bleiben wir alle zuversichtlich, die Zeiten werden besser. Bis dahin bleiben Sie alle gesund und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ganz spontan.